Hallo, ich hoffe, das Mikro passt jetzt. Fangen wir mal an. Das ist die meistgestellte Frage mit, was ist eigentlich irgendwie auf meinem System passiert? Meistens kommt dann, hätte man das nicht vorhersehen können. Gehen wir erstmal durch, worum es geht. Es geht darum, was eine Logdatei ist. Logdatei enthält automatisch geführtes Protokoll aller oder bestimmter Aktionen von einem Computersystem. Man kann das noch ein bisschen genauer fassen, das ist dann etwas länger. Und das ist eigentlich, worum es bei Graylog geht, einsammeln. Jetzt erstmal noch eine kurze Historie über, was denn so dazu geführt hat, dass man so solche Sachen braucht. So, die Struktur vom Vortrag ist ungefähr die. Wir haben ein Problem. Wir haben eine Idee, wie wir es lösen können. Wir haben eine Implementierung und wir haben dann einen Effekt. Skaliert nicht so wirklich. Sieht man dann halt daran. So, die Historie von den Sachen, die schief gehen können, sind Problem. Kunde auf einer Webseite füllt ein Formular aus und das kommt nicht jedes Mal in der Datenbank an. Die Idee ist, ja, Operations soll doch den Developern sagen, wenn das passiert. Implementierung an der Stelle ist dann, wir schicken einfach eine E-Mail vom Webserver, wenn es schiefgegangen ist, an die Dev-Mailing-Liste. Der Effekt ist, sie haben Post und das ungefähr so 6000 Mal pro Zeiteinheit. So pro Sekunde, was auch immer. Devs dann natürlich, wir haben zu viele E-Mails. Idee. Das kann man auch wegfiltern. Implementierung Outlook. Effekt ist, wo war jetzt die E-Mail von meinem Chef in den 6000 Spam-Mails, dass das Ding erkannt hat? Nächste Idee. Sammeln und nur eine E-Mail schicken. Boah, Implementierung. Webserver schreibt das alles in einen Logfile. Die wird einmal zusammengepackt, am Ende des Tages an Devs geschickt. Effekt. Sie haben genau keine Post, weil die größer ist als 10 MB. Idee ist jetzt, sammeln, filtern und dann nur eine E-Mail schicken. Das ist so, irgendjemand schreibt dann ein Perl-Skript oder irgendeine andere Scripting-Sprache. Wir wissen, wie das mit Perl so ist. Da kommt einer, der weiß die arkanen Kommandos. Kann man auch AWK nehmen, das ist auch so schön alt. Effekt ist, ich habe eine E-Mail, wo nur bekannte Probleme drin sind. Alle anderen habe ich ja weggefiltert. Kommen wir wieder an die Stelle. Problem ist das Gleiche. Jetzt könnte man ja, statt es immer lokal zu machen, es auf einen zentralen Server schreiben. Erste Idee, die ich gesehen habe, war Logfiles per NFS auf einen Server. Effekt. Der File-Server glüht langsam vor sich hin. Tschüss. Nächste Idee. Man könnte es ja zentral sammeln. Also schicken wir das Ganze per Syslog auf einen Syslog-Host. Idee ist dann so, boah, Big Data. Ist ungefähr das hier. Schon mal versucht, Tail auf so einem Syslog-Host, wo alle reinfeuern, das Problem zu sehen, das ist dann so schnell weg, dass man gar nicht gucken kann. So, was können wir denn tun? Wir sind an der gleichen Stelle wie vorhin. Die Idee war ja nicht schlecht. Und diesmal machen wir es mit einer Logfile-Suchmaschine. Haben wir dann immer noch Big Data? Aber mit Soße und Schaf. Eher so, Daten, das neue Öl. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Und womit? Man kann Geld ausgeben für Splunk. Wird auch gerne gemacht, weil es ist ja ein supportetes Produkt. Und dann gibt es noch Open Source, den ElkStack und Graylog. Ich gehe jetzt im Folgenden auf Graylog ein. ElkStack ist da sehr kompatibel. Beide benutzen unten drunter die Elasticsearch, also da sind sie sich gleich.
Ich habe den Greylock deswegen gewählt, weil der Oberbau mir besser gefällt. Man kann aber beide nehmen. So, der Greylock kann so diverse Sachen. Ich kann einen Collect-Process machen, ich kann eine Analyse drauf machen, ich kann mir die Sachen genauer angucken und ich kann mich darüber informieren lassen und Sachen antriggern. Gehen wir mal durch. Im Greylock gibt es viele Wege, wo ich Sachen reinkriegen kann. Das sind über die zwei verschiedenen Varianten von Syslog, das sind diese RFCs. Was auch immer ich irgendwie habe, im Notfall kann ich sogar einen Port aufmachen und einfach nur Rohrdaten reinhusten und mir dann hinterher Gedanken machen, wie ich sie auseinanderfiesel. Also alles möglich. Ich habe damit schon IoT-Systeme gesehen, die Temperaturwerte über ein Socket reintun. Machbar. Das sieht dann insgesamt so aus. Ich habe jetzt hier oben einen Gelf und einen Syslog, wo die Sachen einfach reinlaufen. Greylock unterstützt Plugins. Damit kann ich meine Daten schon, wenn sie reinkommen, aufwerten. Also wenn ich zum Beispiel eine IP-Adresse habe, kann er mir daraus gleich noch die Geo-IP-Daten reintun. Was die Sache etwas einfacher macht, ich kann oben eine gewisse Message-Pipeline einhalten und andere Dinge tun. Da kann ich auch meine eigenen Plugins machen. Hat den Vorteil, dass ich Sachen, die man natürlich nirgendwoher weiß, damit reinbringen kann. Ich kann Lookup-Tables machen, das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich 10er, also RFC-freie IP-Adressen habe, wie 10er, die kann ich mir zum Beispiel aus einem anderen System rausholen und über eine Lookup-Table anbinden. Die kann jetzt entweder aus einer CSV-Datei kommen oder direkt aus einem Prozess, der sie rausholt. Dann sind meine Daten schon mal mit den Hostnamen, die ich intern vergeben habe, versehen, was die Lesbarkeit deutlich erhöht. Ich kann die Sachen auch schon mal gegen so Whois-Datenbank und andere Sachen laufen lassen. Das sind so die Sachen, die es da standardmäßig gibt. Man muss diverse davon wirklich auch anschalten, wenn man sie haben will. Kommen wir zur Analyse. Greylock kann ziemlich viele Daten durchleiten. Die größte Installation, die ich gesehen habe, läuft auf eine Petabyte-Größe und guckt sich so die wichtigsten Punkte an. Die Frage ist, was kam da aus Gloucester? Dieser Zugriff ist, glaube ich, nicht ganz so normal. Ich habe ihn mal auseinandergefieselt. Das ist irgendein Skript, das versucht, irgendein WordPress dafür zu überzeugen, irgendwas Blödes zu tun. Des Weiteren kann ich mir daraus Streams basteln. Ein Stream ist, wenn ich mir von den ganzen Informationen, die reinkommen, nur die rausfiltere, die mich für eine bestimmte Sache interessieren. Das kann ich genauso gut dafür benutzen, dass ich zum Beispiel nur die Sachen von einem Webserver, von einem Kunden zusammenfasse und diesen Stream auch nur diesem Kunden zugänglich mache. Das heißt, er sieht nur seine Systeme, was gerade recht wichtig ist, wenn man das Ding nachher Mandantenfähigkeit haben möchte, was damit machbar ist. Das sind so die verschiedenen Streams, die man haben kann. All Messages ist immer da. Den sollte man natürlich, wenn man es mandantenfähig machen will, nicht allen geben. Aber man kann zum Beispiel Mails zusammenfassen oder Sachen aus dem Squid, sonst was. Ich kann dann in diesen Stream weiter rein. Da kann ich dann mir so kleine Reports auch schon auf den Rohdaten zusammenbasteln. So Sachen wie, wo kamen die Leute meistens her oder wenn es ein Webserver ist, was waren denn so die meisten Responses? Das ist gerade so zum Finden von, ja eigentlich läuft alles gut, weil 200 und 300 und 301 und 2 sollten möglichst weit oben sein. Alles andere, wenn es oben ist, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich kann dann noch weiter reingehen, indem ich einfach versuche, mir daraus Dashboards zu bauen. Und diese Dashboards, die ich auf dem Stream gebaut habe, kann ich dem Kunden dann auch wieder zur Verfügung stellen. Entweder, dass sie read-only sind oder auch read-write. Das heißt, er kann auf den Stream-Daten sich die Dinge selber anpassen. Hat den Vorteil, dass ich relativ übersichtlich sehe, was auf meiner Maschine gerade abgeht. In dem Fall ist es mein eigener Webserver, um die Sachen rauszufinden. Die nächste Stufe ist dann, wenn ich denn was erkannt habe, was ich mir überlegt habe, was ein Problem sein könnte, dann kann ich mir darauf ein Alert schreiben.
Das ist mir wieder ein Problem von dem Filter vorhin. Ich filtere natürlich wieder nur Sachen, die ich kenne. Der große Vorteil ist aber, ich habe alles schon in der Datenbank. Das heißt, wenn mir später einfällt, der Filter war blöd, dann brauche ich nur den Filter ändern und kann das über die gleichen Daten wieder laufen lassen und sehe es dann. Das ist zum Beispiel eine Notifizierung über eine E-Mail. Ich kann das aber auch über einen Webport oder über eine Anbindung an Slack oder was auch immer ich für ein Plugin installiere, mir weitermelden lassen. Ich habe so Teile gesehen, die über ein Chat-Protokoll gehen oder sich hinten dran ein Ding basteln, dass das dann per SMS weitermeldet. Da kann man dann auch verschiedene Level machen, so Motto, zuerst schickst du mal eine Jabber-Nachricht, danach schreibst du eine E-Mail und wenn du darauf noch nicht reagiert hast, dann schickst du mir hinterher noch eine SMS und danach weiß ich auch nicht weiter oder ich fange diesen Prozess dann mit dem Management-Level eins höher an. So ein Graylog kann also relativ viele Dinge. Da sind so Sachen drin wie Croak-Patterns. Damit kann man sich dann die Informationsschnipsel raussuchen. Wie sieht denn so ein Graylog-System aus? Da gibt es drei Möglichkeiten. Einen ganz einfachen Server, alles auf einem. Ein bisschen aufwendiger, wenn ich die Elasticsearch und den Server auseinanderziehe. Der Vollausbau ist, wenn ich das Ding auf Größen ziehen muss, weil bei Petabyte ist es dann mit einem Server nicht mehr getan. Einfacher Server sieht so aus, die Logs kommen in den Graylog rein. Der schreibt es in die Elasticsearch. Da ist noch eine MongoDB dabei, die ist nur für die Verwalter der User drin. Und über einen Browser konfiguriere ich dann den Graylog selber. Ein bisschen aufwendiger haben wir dann diese Trennung. Und wenn ich das Ganze in Vollausbau mache, ist das so die Idee. Also da können dann ganz beliebig viele Graylog und ganz beliebig viele Elasticsearch sein. Die Elasticsearch kann ich dann auch noch auf zwei Standorte verteilen, also das ist in diverse Größen ziehbar. Bei der MongoDB habe ich ein Replikaset laufen, damit ich die Benutzerführung halt quer rüber habe und kann damit dann die Aufgaben verteilen. Und den Elasticsearch lasse ich einfach im Cluster laufen. Kommen wir mal zu einem Anwendungsbeispiel. Das ist, was wir vorhaben. Ich will eine Apache-Statistik erfassen, also wie verhält sich denn die CPU-Load von meinem Apache und was macht er denn? Das Ganze kommt als JSON-Datenformat rein. Das schicke ich ihm eigentlich über einen Syslog rein. Diese JSON-Felder nehme ich im Graylog so weit auseinander, dass ich auf diesen Werten mir Reports bauen kann. Ich lege einen Stream an, mache ein Dashboard draus und kriege eine Alarmierung im Notfall. Apache-Statistiken erfassen, gibt es so eine schöne Funktion im Apache selber. Die sollte man bitteschön immer nur von Localhost zugänglich machen, nicht aus dem Internet. Showdown ist eine sehr große Hilfe, ob man da nicht auch gefunden wird. Dann kriegt man nur raus, was auf dem so los ist. Das läuft per einem Cronjob mit einem kleinen Skript, verwandelt man das Ganze in JSON, den man dann einfach per Syslog weitermeldet in den Graylog rein. Der Syslog empfängt das dann und schiebt es von dort aus direkt ins Graylog rein. An der Stelle bin ich jetzt, wo ich mir diese einzelne Meldung, die ich rechts oben habe, hier automatisch zerlegen lassen kann. Der erkennt also das JSON-Format, da muss ich nur sagen, welche Parameter diejenigen sind, die die Sachen separieren. Und dann habe ich meine Meldung da drin. Daraus baue ich mir jetzt einen Stream. Das heißt, ich kriege alle Apache-Meldungen, die so aussehen, zusammengefasst. Und auf dem Grundlage kann ich mir jetzt ein Dashboard bauen. Da sehe ich also jetzt den Web-Traffic, der gelaufen ist auf der Maschine und ich sehe inzwischen dann die Requests per Second dazu. Das heißt, ich kriege also raus, wenn da hinten so ein Peak ist, merke ich, dass die Requests pro Sekunde auch ein Stück hochgegangen sind. Waren nicht so viele, wie es da oben eigentlich in der Spitze aussieht. Und die CPU-Load hat sich da auch ein bisschen angepasst. Das könnte ich jetzt erkennen wollen und baue mir eine Alarmierung zum Motto. Wenn der Apache keine Load hat für mehr als eine Minute, ist mit dem Apache was nicht in Ordnung. Also entweder läuft er nicht oder hat so viel Load, dass er noch nicht mal mehr reporten kann, dass er was zu tun hat.
Und dann fange ich an, sage ich dem Greylock, wenn das Ding mehr als eine Minute sich nicht gemeldet hat, dann schick mir mal eine Nachricht. Ich könnte jetzt das Skript auch so schreiben, dass wenn ich das festgestellt habe, schickt mir keine E-Mail, sondern schickt das Ganze an mein, zum Beispiel an Salt oder an ein anderes System, fahr den Apache runter. Kann ich also da auch automatisieren. Das wär's. Fragen? Das kannst du anbinden. In dem Fall nimmst du vom Elk-Stack den File-Beats, dem sagst du, da ist die Datei. Das ist immer eine Delta-Datei oder es ist eine Datei, die sich automatisch verlängert oder sie wird jedes Mal neu geschrieben. Das musst du ihm halt sagen. Und dann kann er das an Greylock weiterschicken. Das ist auch eine Variante. Also entweder gucke ich, ob das Programm selber eine Möglichkeit, das Ganze nach Syslog oder über ein anderes Format zu schieben. Oder du sagst ihm halt mit diesem Programm, du horchst auf diese Datei, wenn sich da was geändert hat, schickst es weiter. Dann kannst du auch noch einen Filter drauf machen mit dem Motto, die Datei hat sich geändert, der Inhalt hat sich geändert, hier ist der Inhalt oder hier ist nur die Änderung vom Inhalt. Das ist immer so die Frage, was du haben willst. Genau. Du kannst ihm dann auch sagen, das ist eine Zeile oder das sind mehrere Zeilen, die du bitte in eine Message zusammenfasst. Also nicht jede Zeile einzeln, sondern das ganze Ding rein. Von der Menge her ist es dann relativ egal. Du kannst da drauf dann auch suchen. Da gibt es die Möglichkeit, dass du ein Queuing einführst. Das heißt, du queuest das Ganze lokal und schiebst es nicht jedes kleine Stück rüber, sondern sagst, ich queue das da und schiebe das dann einmal im großen Paket rüber. Das ist auch möglich. Ich kann da auch jede Menge zwischendrin reinpacken, dann sehe ich mir einfach noch einen Message Broker rein, der das weiterleitet. Damit kann ich dann auch andere Standorte anbinden, die zum Beispiel nicht ständig erreichbar sind. So, haben wir sonst noch Fragen? Wir haben noch mehr als genug Zeit für Fragen. Wir haben noch 20 Minuten. Ich komme mal zu dir mit dem Mikrofon am besten. Ach, das ist nett. Zwar bei der Grafik, wo du das Skalierte dargestellt hattest, hattest du bei dem MongoDB ein Replika-Set, bei dem Elasticsearch hattest du ein Cluster und Greylock wäre dann aber die verschiedenen Datenbestände aufgeteilt, wo dann... Der Greylock an der Stelle ist einfach nur eine Art Compute-Server, der hat keinen Status selber. Ja. Den macht er dann hinten über den MongoDB für die User. Aber da kannst du dann vorne Load balancen. Das heißt, du kannst einen Load Balancer vorstellen und sagen, nimm dir hinten dran irgendeinen raus, um den Graphen zu rechnen. Sonst noch wer? Wie gesagt, wir haben noch ausreichend Zeit für alle möglichen. Soll ich noch ein Demo zeigen? Sehr gerne. Hallo Internet. Ah, wo ist meine Maus hin? Da ist meine Maus. Machen wir es anders. Gehen wir doch mal kurz dahin und machen wir kurz einen Mirror, dann wird es einfacher. Das ist zum Beispiel eine Apache-Stats, die ich da drauf laufen habe, auf den Daten, die ich rausgezogen habe. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal in Mails reingehen, das ist ein bisschen übersichtlicher. Das ist für so einen typischen Postfix-Mail-Server, der irgendwo draußen steht, die Daten, wo sie herkommen, wie viel Spam und sonst was geht. Beispiel ist zum Beispiel hier unten, ich kann automatisch auf Failban-Jails anpassen und rausfinden, warum Sachen denn ungefähr da reinkommen. Für Beispiel gehen wir einfach mal die Dings durch, wenn ich einen Search habe, dann habe ich hier jetzt jede Menge Daten gleich stehen.
Und darauf kann ich mir zum Beispiel die Quick Values für welche Programme schreiben denn am meisten? In dem Fall ist es der Nginx, danach SNMP und dann den DMASC. Ich kann jetzt das hier einschränken oben. Das heißt, ich habe oben jetzt nur noch die Sachen aus dem davon und kann mir jetzt anhand dessen angucken, welcher von den Real-Servern der mit dem meisten ist. Und kriege dann zum Beispiel über die Client-IP raus, wo die Zugriffe herkommen. Also das ist alles auf historischen Daten rechenbar. Das sind jetzt die letzten 5 Minuten. Ich kann aber hier hingehen und mir die letzten 30 Tage rauslassen. Oder ich kann es absolut sagen und kann sagen, von dann bis dann. Das ist gerade beim Drilldown relativ interessant. Beispiel ist, wenn ich jetzt mal zum Beispiel letzten, wie so ein Problem lösen kann, das wird die letzten 24 Stunden und dann kann ich sagen, hier hatte ich die Menge Daten. Jetzt schränke ich das Ganze insgesamt ein und kann mir jetzt raussuchen an der Stelle, wo ich bin. Und kann mir jetzt insgesamt rausfinden, ob ich die Response Codes an der Stelle gut habe. So finde ich dann Sachen raus. Also in der Hinsicht sind da jetzt lauter saubere Sachen drin. Für so Sachen auseinandernehmen kann ich zum Beispiel hingehen und sagen, ich nehme mir jetzt die Messages so, wie sie reinkommen und kann mir daraus zum Beispiel über ein Grok Pattern was Neues definieren. Und dort habe ich jetzt oben stehen, was sozusagen reingekommen ist als Beispiel und kann mir dann die Sachen rausfieseln, so wie ich sie gerne haben möchte. Ich könnte also zum Beispiel rausfinden, ob das jetzt für ein Apache ist das schon relativ geklärt. Ich hole mal jetzt einen Stream aus einem Mail. Da sieht man zum Beispiel, dass ich die Daten schon aufbereitet habe. Ich habe hier schon herausgefunden, dass ich Source-IP und Source-Port und Syslog die Sachen auseinandergezogen habe, um darauf Sachen zu filtern. Aber wie man sowas anlegt, ist, indem man schlichtweg hier sich die Message nimmt, ein Grok-Pattern drauf macht und dann einfach die Sachen auseinandernimmt, indem ich einfach hingehe und sage, okay, vorne steht immer ein Login, dann habe ich einen User und kann jetzt anhand der Grok Daten hingehen, die erfassen und kann das Ganze dann auch testen. Und dann hätte ich hier einen Extractor, okay, vertippen ist doof. Wobei in dem Fall ist tatsächlich eine IP. Vertippt. Das die gleichen ja, sind genau die gleichen. Also in der Hinsicht kann ich dann komplett einpacken. An Grok Patterns kann ich das auch kurz zeigen. Das sind die, die aktuell implementiert sind. Also da kann ich schon auf den großen Schatz da zurückgreifen. Ich kann mir die Konfiguration auch relativ rauslassen, indem ich mir schlichtweg das, was ich an Sachen gepackt habe, als JSON-File rausholen und zwischen verschiedenen Systemen dann distributieren kann. Es gibt auch einen Marketplace, um es an mehrere Systeme anzuschließen. Ich komme im Mikrofon. Eine Frage noch, es ging ja jetzt viel um das Auswerte-Interface. Mich würde noch mal interessieren, gibt es denn einen eleganten Weg, wie man jetzt seine Server da andockt? Weil vorhin war die Rede von einem Skript, was Apache-Statistiken abfragt, die in JSON konvertiert. Das stelle ich mir jetzt in der Praxis dann relativ aufwendig vor, wenn ich solche Skripte für alle Applikationen irgendwo manuell hinbringen muss und
also um meine Quellen einzulesen? Also gibt es da irgendeinen pragmatischen Weg, wie man Systeme da elegant anbringt? Also der einfachste Weg ist, deine Applikation kann an der Stelle schon irgendein Logging, wo ich einfach nur die Log-Datei dann weiterschiebe und dann im Graylog mir anhand der Grog-Patterns oder anderen Möglichkeiten mir die Sachen auseinanderfließen lasse. Also wenn ich ein JSON reinschiebe, gibt es auch etwas, was das JSON dann wieder in die einzelnen Felder zerlegt, worauf ich dann suchen kann. Ja, aber was heißt jetzt weiterschieben? Also ich habe jetzt einen Server, da läuft ein Apache, ein Postfix meinetwegen. Du kannst und was im Apache ich dann einen Konjob, sagen, der das, macht, das Apache-Log-File, das ich habe, schickst du über syslog direkt an den Apache, an den Graylog weiter. Das also, geht. Also ein Remote Syslog quasi. Den genau. Syslog so konfigurieren, dass er einen Remote Syslog-Server genau. anspricht. Okay, danke. Mit Windows kannst du auf den Windows Event Logger den weiterschieben. Da gibt es über den WinStack, über den WinBeats eine Möglichkeit, das weiterzuschieben. Habe ich aber noch nicht benutzt, weil ich habe kein Windows-System. Soll aber gehen. So, da drüben war die erste Frage, dann haben wir hier noch. Okay. Das ist jetzt nicht im Wortsinne eine Frage, sondern mehr eine Anmerkung. Wir haben ja jetzt gezeigt bekommen, wie man Graylog zum Anzeigen von Metriken gut benutzen kann, also Zahlenwerte, meinetwegen auch Geolocation. Wir sind gerade dabei, in unserer Firma es für SIEM-Zwecke einzusetzen, also Security Incident and Event Management. Hm? Das heißt, wir versuchen, die Logs verschiedener Systeme und Anwendungen zusammenzubringen und Anomalie-Pattern zu bauen. Ja. Was eine spaßige Sache ist, aber... Ist auch möglich, indem du halt oben eine ziemlich lange Suchzeile hast, und über das Pattern dir das dann über einen Alarm weiterschicken lassen kannst. Also das machen wir teilweise auch, indem wir jetzt zwei Sites miteinander verknüpft haben, die beide ihr eigenes Graylog haben und die einfach nur diesen Bericht zusammenfassen. Alles klar. Dann, die Frage hat sich, glaube ich, erledigt gehabt. Da drüben, mein Kollege noch. Was sind für dich die Vorteile von Graylog gegenüber einem X-Stack? Weil jetzt so von dem Dashboard, Kibana ist schon relativ ähnlich, vor allen Dingen mit dem, was ich machen kann, was ich mir anzeigen lassen kann. Was hat dich jetzt dazu gebracht zu sagen, Graylog ist für mich das bessere Tool? Ich habe Graylog hauptsächlich deswegen genommen, weil ich diese Zusammenfassung, dieses Report zusammenschreiben, alles in einer Oberfläche habe, was mit meinen Developern wesentlich kompatibler war gegenüber, du schreibst jetzt bitte irgendein kleines Modul, das ich auf die diversen Tools dann verteilen muss. Da war eine Oberfläche, wo sie es machen können. Das einfache Tool. Das war der Grund. Gut, dann. Oh ja, schön. Bin gleich da. Was sind die Limits zu der Enterprise-Variante von dem Graylog? Die Enterprise-Variante ist A, dass du Support kriegst. Zweitens, du kriegst eine Archivierung, womit du dann Langzeitarchivierung machen kannst. Das heißt, normal ist es im Graylog so, dass du sagst, ich hebe maximal so und so lange auf und danach schmeißt du die Daten weg. Mit der Archivierungsfunktion kannst du das Ganze dahingehend ändern. Das ist also ein Teil davon. Der andere Teil... Was ist das so? Ab wann nutzt man Archivierung? Also länger wie 30 Tage? In dem Augenblick, Tage, wo oder? Ich zum Beispiel rechtliche Sachen habe, wenn ich damit zum Beispiel Rechnungen locke, muss ich die 10 Jahre aufheben. Punkt. Dafür brauche ich dann Archivierung. Aber konfigurieren hier, dass man es einfach 10 Jahre aufhebt, das ist... Ja, das Problem ist, dass ich dann wirklich alles habe. Mit einer Archivierung kann ich sagen, diese Daten sind für die Archivierung relevant und nur die werden dann so lange aufgehoben. Man kann dann nur festlegen, also dass alle Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt dann gelöscht werden. Also momentan ja. sagst du, ich hebe, ich habe in der Elasticsearch immer 2 Millionen in einem Packerl. Und ich hebe maximal 40 von diesen Packerl auf und das letzte Packerl wird immer weggeworfen. Also ich habe da keinen Filter drauf, welche Maschine wann was, sondern es hinten fällt immer das letzte runter. Da war noch eine Anmerkung, Frage. Ja, auch eine Anmerkung zu der Frage gerade, wir setzen das auch ein im regulierten Geschäft, also Bankversicherungen sind da so ein bisschen geknechtet, um die entsprechenden regulativen Anforderungen zu erfüllen und erzeugen entsprechend Logstreams, die gewisse Inhalte haben, nur diese Inhalte und die werden dann einfach ziemlich weit weggepackt. Der Vorteil bei da ist, dass du vorher rausfilterst, was in die Archivierung geht und der Rest dann nicht, weil ob der SSH sich jetzt eingeloggt hat oder nicht, brauche ich nicht aufheben, aber alles andere, was als relevant erkannt wurde, landet da drin. Oder, ja,